Mein Name ist Julia Rath. Ich leite am Servicezentrum der Berliner Volkshochschulen den Bereich Diversität, Integration und Inklusion und freue mich, dass ich heute bei der Digitale den so passenden Lightning Talk zum Thema digitale Diversität halten darf. Und darüber werde ich Sie in den kommenden Minuten informieren, dass die Agenda für heute sind zum einen die Grundlagen von Diversität und auch der Arbeit der Berliner Volkshochschulen, Chancen und Herausforderungen. Und der größte Teil wird sich dann den Handlungsoptionen für die Berliner Volkshochschulen widmen. Dies aufgeteilt an drei Beispielen: Programmplanung, Zugänglichkeit, Informationen und Fortbildungen. Starten wir gemeinsam mit den Grundlagen. Zum einen, wozu sind die Berliner Volkshochschulen denn da? Das steht natürlich alles im Berliner Erwachsenenbildungsgesetz, das Sie wahrscheinlich alle kennen, aber noch einmal kurz zur Erinnerung und Zusammenfassung. Die Berliner Volkshochschulen haben die Aufgabe, die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund und der Vielfalt in Berlin zu fördern. Wir sind dafür da, Diversitätskompetenzen zu entwickeln und zu stärken. Und aber auch, um diskriminierungskritische Auseinandersetzungen zu bieten. Diversität hört man so oft. Was heißt das Ganze? Man kann Diversität übersetzen als Vielfalt und Diversität bezeichnet den menschlichen und gesellschaftlichen Normalzustand. Dabei gibt es verschiedene Dimensionen von Diversität. Zum einen beispielsweise die ethnische Zugehörigkeit, Herkunft, Alter, Geschlecht, Gender, sexuelle Orientierung, Behinderung, Weltanschauung und Religion und auch die soziale Herkunft. Das sind die sogenannten Kerndimensionen von Diversität. Man kann aber auch noch weitere Ebenen von Diversität hinzuziehen, beispielsweise wie lange ich mich schon in einer Organisation befinde, welchen Familienstand ich habe, welches Ausbildungsniveau ich habe. Und es gibt nicht nur diese einzelnen Dimensionen von Diversität, sondern die können auch noch miteinander verschränkt werden. Das Ganze nennt man dann Intersektionalität, eben die Verwobenheit der Dimensionen. Und das bezieht sich beispielsweise darauf, dass die Erfahrungen von weißen Frauen und schwarzen Männern komplett anders sein können als die Erfahrungen, die schwarze Frauen machen. Also je mehr Dimensionen zusammenkommen, desto anders können dann auch die Erfahrungen sein, die die Personen dann auch machen. Und eben all diese Diversitätsdimensionen gibt es, die gilt es zu berücksichtigen, sowieso immer, aber auch besonders an den Berliner Volkshochschulen. Und zu diesen Diversitätskompetenzen sollen wir natürlich auch beitragen. Was machen wir jetzt damit? Ich habe ein Zitat von Anna Miller dazu genommen aus dem Buch Verbunden. Dort heißt es, das Digitale ist unsere Zukunft, ein Ort, an dem wir uns schon jetzt täglich begegnen. Und in welchem wir den gleichen Chancen und Problemen und Vorurteilen begegnen wie im echten Leben. Deshalb gilt es, das Digitale mitzugestalten, es neu zu denken. Die Digitalisierung, die Digitalität, ja, umfasst unser ganzes Leben und alle die Probleme, die wir im echten Leben haben, gibt es natürlich auch im digitalen Raum. Deswegen sollen wir gemeinsam die Chance nutzen, den Raum zu gestalten und ihn zu einem besseren und faireren Ort für alle machen. Als Herausforderungen gibt es beispielsweise ja, Angebote, die digital ja, angeboten werden, können auch exkludierend sein. Beispielsweise kann man nicht wirklich teilhaben, weil ich beispielsweise nicht die technische Ausstattung habe, weil ich nicht das Wissen habe, weil es mich auch in meinen Bedürfnissen überhaupt nicht abholt, weil es beispielsweise nicht barrierefrei gestaltet wurde. Und oftmals sind digitale Angebote auch einfach die sogenannte einfache Lösung. Also wenn es beispielsweise Probleme gibt, dass ich nicht in die Volkshochschule komme, dann kann man ja sagen, okay, ja, kein Problem, dann kommen Sie doch einfach hybrid vorbei. Wenn wir dann aber beispielsweise eine Eule haben, also ist ja schon mal cool, wenn es überhaupt die Eule gibt, aber ich dann an dem Raum gar nicht wirklich verstehe, worum es geht oder die Diskussion an mir vorbeiläuft oder ich vielleicht bestenfalls die Stimme aus dem Off bin oder gar nicht wirklich partizipieren kann, dann ist es auch halt nur die vermeintlich einfache Lösung. Also wir haben uns so ein bisschen um das Problem gedrückt und haben nicht die Zugänglichkeit bei den regulären Angeboten gestärkt.
Gleichzeitig bietet die Digitalisierung natürlich aber auch total viele Chancen. Wir sind flexibler, man kann es besser mit beispielsweise Care-Verpflichtungen, mit der Arbeit, mit den weiten Wegen, die es in Berlin überall gibt. Man kann flexibler teilnehmen, man kann sich besser aussuchen, woran ich gerne teilnehmen möchte. Wir haben damit auch die Chance, diversere Gruppen zu erreichen. Und wir können es natürlich auch ermöglichen, dass wir einfach noch mehr Zielgruppen erreichen und dass die auch noch mehr Angebote mitgestalten. Also wir haben mit jedem neuen Raum, der sich öffnet, haben wir auch die Möglichkeit, diesen Raum demokratischer zu gestalten, dass einfach mehr Personen mitentscheiden können und wir die Volkshochschulen wirklich zu einem Ort der Bildung für alle machen können. Also von daher genau die gleichen Chancen und Herausforderungen, die wir auch im analogen Raum haben, der sich jetzt aber in der Digitalisierung einfach nochmal wiederholt. Jetzt zu dem ja ausführlichsten Punkt, was können wir denn damit machen nach dieser kurzen Bestandsanalyse? Zum einen ist es wichtig, bei der Programmplanung anzusetzen. Und da gilt das Motto Nichts ohne uns. Ursprünglich ist das ein Motto, was aus dem Bereich von Menschen mit Behinderung stammt. Dort hieß es Nichts ohne uns über uns. Das ist aber eigentlich zu kurz gegriffen. Das heißt nämlich, dass Menschen mit Behinderung in alle Belange, die sie betreffen, einbezogen werden müssen. Wenn aber Menschen mit Behinderung nur einbezogen werden, wenn es um Menschen mit Behinderung geht und nicht in allen anderen Themen auch, greift es zu kurz. Und daher ist es das Motto, was eigentlich für alle Diversitätsdimensionen gelten sollte. Und man sollte diese sogenannten ErfahrungsexpertInnen in alle Ebenen und Phasen der Erwachsenenbildung einbeziehen. Schon von Anfang an und nicht erst, wenn man ein fertiges Programm hat und dann sagt, ja, können Sie da vielleicht noch mal kurz drüber schauen, weil dann ist es meistens schon zu spät. Sondern von Anfang an und am besten auch in allen Berufsgruppen und in allen Beteiligungsgruppen. Also sollten wir auch einfach schauen, dass an den Berliner Volkshochschulen im Personal, bei den Kursleitenden, bei den Teilnehmenden die ganze Diversität der Berliner Gesellschaft abgebildet ist. Jetzt in Bezug auf Programmplanung, bietet es sich immer an, mit Selbstvertretungsorganisationen zusammenzuarbeiten. Da ist es wichtig, dass die ErfahrungsexpertInnen auch selber vertreten sind und dass man nicht betroffene Menschen hat, die dann einfach für die betroffene Zielgruppe sprechen. Beispielsweise ist Lebenshilfe oder Aktion Mensch immer ein ganz gutes Beispiel. Die werden ja immer damit in Verbindung gebracht, dass sie für Menschen mit Behinderung sprechen, aber meistens sind es immer Menschen ohne Behinderung, die einfach nur mit Menschen mit Behinderung zusammenarbeiten. Oder wenn wir jetzt eher in Richtung Integrationsinstitutionen denken, da sind es meistens auch eher Personen, die der Mehrheitsgesellschaft angehören und einfach sagen, okay, ich arbeite im Integrationsbereich, ich habe so viel Erfahrung, ich spreche mal über die Menschen. Aber genau das sollte es nicht sein. Es sollten Menschen sein, die zum einen die Ausbildung haben und zum anderen aber auch ihre eigenen Erfahrungen einbringen können und dafür dann aber auch bezahlt werden. Es ist super wichtig, diesen Erfahrungsschatz auch zu bezahlen. Wir haben ja da mit der AV Honorare auch ganz gute Möglichkeiten, dass wir sagen, wir bezahlen die einfach als Beratungsstunden und also bieten da einfach ein Beratungshonorar an. Weil gerade auch die Auseinandersetzung mit eventuell eigenen Diskriminierungen bedarf einfach einer finanziellen Kompensation. Und das Ganze führt im besten Fall zu einer partizipativen Bedarfserschließung, wo wir dann fragen, also wir können uns verschiedene Zielgruppen rauspicken, beispielsweise wir nehmen SeniorInnen oder wir nehmen geflüchtete Personen. Und da sollten wir einfach mit den ExpertInnen zusammen folgende Fragen eruieren. Welche Themen interessieren Sie? Welche Medien sollten genutzt werden? Zu welchen Terminen? Wie teuer darf es sein? Was gilt es sonst noch zu beachten? Beispielsweise brauchen wir eine Kinderbeaufsichtigung. Also einfach mit den Zielgruppen zusammen planen, welche Bildungsangebote sie gerne haben wollen und dann gemeinsam schauen, dass wir es auch umsetzen können.
Beispielsweise gibt es ja jetzt in der VHS Mitte diese Befragung von den Deutschkursen für geflüchtete Menschen, wo dann auch gefragt wird, okay, wie wollen wir denn danach weiterarbeiten oder welche Themen interessieren uns besonders? Und das ist immer ein guter Ausgangspunkt, um zu schauen, wie wir dann auch das ganze Konzept weiterentwickeln können. So viel vielleicht schon mal zur Programmplanung. Als nächstes zur Zugänglichkeit. Wie können wir unter den Bedingungen von Digitalisierung und Diversität schauen, dass die Kurse zugänglich sind? Da sind am Anfang tatsächlich die Kursbeschreibungen total wichtig, weil ich will ja wissen, für was ich mich eigentlich anmelde. Und da sollten alle Infos gebündelt sein. Beispielsweise wird auch von einigen schon gemacht, ist es immer gut zu sagen, wir veröffentlichen die Kurssprachen und aber auch, in welchen Sprachen Nachfragen möglich sind. Also, dass man sagt, beispielsweise der Kurs wird auf Deutsch gehalten, es gibt aber Rückfragemöglichkeiten auf Arabisch, auf Englisch, auf Französisch, sodass auch einfach klarer wird für die Interessierten, ob sie daran wirklich teilnehmen können. Insbesondere bei Deutschangeboten ist es wichtig, dass man nicht ein höheres Deutschniveau haben müsste, um zu verstehen, worum es in dem Kurs eigentlich geht, wenn ich es gerade erst lernen möchte. Und genau ähnlich ist es dann auch bei der Barrierefreiheit. Oftmals gibt es ja solche Sachen wie alle Räume der Volkshochschule sind bedingt barrierefrei. Dann denke ich mir so, ja, das hilft mir jetzt auch nicht sonderlich weiter, sondern es ist klar, dass noch nicht alle Räume komplett barrierefrei sind, aber bitte geben Sie es an. Es erspart einfach super viele Nachfragen und am besten ist es auch, wenn man einfach hinschreibt, diese eine Person ist für Nachfragen zuständig. Weil ich glaube, für alle, die wir jetzt irgendwie an Berliner Volkshochschulen tätig sind, für uns ist relativ klar, wen ich fragen könnte, beispielsweise die zuständige Programmbereichsleitung. Wenn ich aber noch nicht verstanden habe, wie die Berliner Volkshochschulen aufgebaut sind, ja, dann wird es kompliziert, wenn ich irgendjemanden nachfragen will. Und deswegen den Weg möglichst einfach machen und möglichst viele Infos schon hinschreiben. Prinzipiell, wenn wir an die Anmeldungen für Kurse denken, ist es gut, die Teilhabebedarfe einfach abzufragen. Das kann sein, ich brauche eine Übersetzung in Sprache XY. Das kann sein, eine Kinderbeaufsichtigung wäre cool. Das kann aber auch sein, ich brauche einen rollstuhlgerechten Zugang. Also, dass wir einfach es als normal ansehen und etablieren, dass wir einfach Teilhabebedarfe abfragen und dann im besten Fall auch schauen, wie wir die ganzen umsetzen können. Weil ansonsten hat man immer so das Gefühl, oh, ich habe jetzt einen Extrawunsch und so normalisieren wir einfach dieses, wir fragen nach und wir schauen, dass wir es verbessern können. DGS-Dolmetschung ist auch ein gutes Beispiel. Wenn ich DGS benötige und aber nicht weiß, was jetzt eigentlich gedolmetscht wird und wie und an wen ich mich wende, also wir sollen einfach den Weg möglichst einfach machen, um unseren Aufgaben dann auch tatsächlich erfüllen zu können. Und dann später auch bei der Kursdurchführung sollten wir einfach schauen, dass die Kurse dann mit verschiedenen Endgeräten, also beispielsweise auch am Handy und auch wenn ich super schlechtes Internet habe, dass es dann irgendwie noch möglich sein sollte. Also dass wir einfach schauen, dass ja die Ausstattung nicht überall als vorausgesetzt sein kann und wir dann da nicht auch noch zusätzliche Hürden einbauen. Zugänglichkeit betrifft natürlich auch die Webseite. Da sind wir auch gerade dran. Also wir, der Bereich DI und der Bereich Marketing, dass wir sagen, wir haben verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zu Sprachoptionen. Wir haben Infos in leichter Sprache und auch in DGS. Und einfach auch, dass die digitale Barrierefreiheit noch besser berücksichtigt wird. Also dass dann beispielsweise auch Screenreader die Webseiten lesen können oder auch Schreibprogramme, wenn ich eine Spracherkennung habe und nicht schreiben kann, dass das dann auch gut funktioniert. Das sollte auch gewährleistet sein. So, und wie machen wir jetzt damit weiter? Wo finden Sie weitere Informationen und Fortbildungen? Das wäre zum einen das Grundsatzpapier Diversität der Berliner Volkshochschulen. Da haben sich alle Berliner Volkshochschulen im Rahmen der strategischen Ziele darauf verabredet, dass im
den kommenden Jahren an allen Volkshochschulen das Grundsatzpapier umgesetzt wird. Dort gibt es Informationen und Checklisten, beispielsweise wie wir Diversität beim Personal oder beim Angebot berücksichtigen können. Und ansonsten natürlich auch noch der Diversity-Ausschuss vom Deutschen Volkshochschulverband. Da gibt es die Handreichung vielfältig vernetzt von Anfang an. Ich habe auch den Link ja aufgenommen. Da gibt es beispielsweise auch nochmal extra Informationen zu ja, digitaler Vernetzung und wie wir das im Programm dann auch besser ja, mit Netzwerken umsetzen können. Ansonsten auch immer noch ein super Angebot ist der Schulfix Diversität. Der findet immer am letzten Donnerstag im Monat von 13:30 Uhr bis 15 Uhr im Netzwerk Diversität in der Cloud statt. Jetzt quasi übermorgen ist der nächste Termin, im Dezember nicht und dann im Januar wieder. Also das kann ich auch sehr empfehlen. Und jetzt noch konkreter für Berlin. Diana Böhmer und wir, also Elisabetta Mironova und ich, wir haben eine Reihe zur inklusiven Erwachsenenbildung ja gestartet. Und da ist am Mittwoch die nächste Veranstaltung, die geht zum Thema Barrieren erkennen und überwinden, Sensibilisierung für die Situation und die Belange von Menschen mit Körperbehinderung. Dort tritt Julian Wendel als Referent auf. Er selber ist der Behindertenbeauftragte von Würzburg, ist ja, Psychologe und auch super engagiert im Sport für Menschen mit Behinderung. Und da freuen wir uns schon auf die Veranstaltung. Insgesamt ist es auch immer zu sagen, dass das kursleitende Fortbildungsprogramm natürlich auch immer offen ist für VHS-Mitarbeitende. Also Sie können auch gerne nochmal schauen, welche Fortbildungen Sie sehen und für welche Sie sich interessieren. Immer herzlich gerne willkommen. Und gemeinsam mit dem Marketing-Team gibt es noch einen Workshop zur digitalen Barrierefreiheit, wo wir uns anschauen wollen, wie wir die Webseiten der verschiedenen Berliner Volkshochschulen noch weiter gestalten und verbessern können, sodass wir dann auch digitale Barrierefreiheit umsetzen. Da findet an Nikolaus von 11 bis 14 Uhr der Kurs statt. Gerne auch einfach bei Marketing oder bei uns anmelden. Wir freuen uns, wenn noch mehr Leute Interesse haben. So, jetzt gilt es mir, mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken. Mir wurde gesagt, dass ich mitsamt Laptop hochgetragen werde zu einem Meet the SpeakerInnen und freue mich dann noch über Rückfragemöglichkeiten und wünsche ansonsten noch ganz viel Spaß und einen schönen Tag.